Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Phasmo. Wir werden nach Edgefield reisen. Uns wurde dort eine geisterhafte Aktivität gemeldet. Kam per Flaschenpost. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the Wo sind wir jetzt eigentlich? Edgefield, sagte ich aber. Achso. Ja. Nee, gut. Ich bin ein bisschen übermüdet. Ja, okay. Deshalb machen wir heute auch nur noch diese eine Folge. Oh, das ist aber wieder ein schöner Brustkopf hier. Wenn es irgendwann schnarcht, dann... Könnte das ja auch der Geist sein, man weiß es ja nicht. Das wäre doch mal ein cooles Update, wenn der Geist dann schnarchend im Bett liegt irgendwo. Ja. Oder der Geisterjäger. Oder der, der sich zwischendurch eine Runde hinlegen könnte. Das hätte schon was. Gib uns ein Zeichen. Eric Stevens. Gute Hose. Kurze Hose haben wir, ja. Hallo? Ganz vorsichtig. Töten Sie mich bitte nicht. Hat er denn schon was gemacht? Ne, null. Null Aktivität. Hier wieder nur 11 Grad als Minimum. Hier läuft auch nichts. Würde ich jetzt mal sagen, ist oben. Das finde ich hier nicht mehr raus. Keiner da. 19 Grad, 15, 16. Kann doch nicht sein, dass es keine vernünftige Temperaturmessung mehr gibt, ey. Gut, eben hatte ich immer minus 1, aber da hatte ich auch gleichzeitig direkt Gefrieratmen, da war es dann auch egal. Das ist doch nicht wahr. Oh, 4,9. Ja doch, 4,9 ist ein Wort. Da können wir, glaube ich. Oh, da ist auch gerade die Tür hat sich bewegt. Okay. Bist du hier? Wo bist du? Klong. Was willst du? Wo ist er? Hinten letzter Raum oben, also um die Ecke rum. Oh. Ganz weit bis hinten durch. War ich echt am Schluss noch dort. Aber gut. Ah, ich muss erstmal raus hier. Ich brauch mal eine Pille. Also er spricht, ne? Okay. Ja, und bewegt Türen.
Ja, das tut er tatsächlich viel, aber Hinten ich der hatte letzte jetzt Raum oder was? ganz, ganz hinten rum links durch. Ah. Ja. Kann ich jetzt kein kurz. Was hab ich denn? Ach so, Temperatur ist da. Okay. Ach so, das wollte ich doch jetzt noch gar nicht, Domi. Ich würde doch erstmal ein Fotoapparat und mein Dings hochbringen. Ich schmeiß das Buch mal hier hin. Was? Welche Tür war das? Natürlich. Das war so klar. Immer denn da Interaktion. Das heißt, keine. Habe ich jetzt gerade hier einen Dots gesehen? Ich hätte leider gerade mit den Augen gezwinkert, deshalb konnte ich das nicht genau. Keine Fingerabdrücke. Hatte der jetzt getalkt? Ja, er spricht das sowieso, ne? Ja, genau. Okay. So, das hier war das wieder. Bart Schreib ist ins raus. Buch. Ja. Da hat er keine Fingerabdrücke. Zeig mir deinen Orb oder deinen Dots. Ich sag dir, wer du bist. Hast du oben deinen Fotoapparat gelassen? Ja, ich habe den so blöd hingeschmissen. Aber ja, habe ich. Ja, ich habe meinen leider wieder mit runtergenommen. Das war wieder ziemlich Natürlich. schlau. Den würde ich jetzt aber gerne hier ablegen, weil. Wollte jetzt eigentlich Salz und Dings mit hochnehmen. Knicklicht. Brot und Salz. Was? Brot und Salz. Brot und Salz, genau. Oh, jetzt habe ich das Knicklicht auf das Buch geworfen. Ach, da liegt doch ganz gut dein Fotoapparat. Öffne eine Tür. Ich weiß, da bist du gut drin und das machst du gerne. Ah, da läuft er. Mal ein bisschen Wasser an. Haben wir da mal einen Piep oder so? Nee, mehr wie zwei bringt er da nicht. Hat geklopft. Aber gut, er hat ja eh keine Fingerabdrücke. Jetzt Klopft ist er jetzt aber gerne. gut dabei, ja. Naja. Türen öffnen macht er gerne, jetzt klopft er auch gerne. Oh, ich habe einen Zehner geliefert hier. Der hat mich auf 31 runtergelutscht. Ich habe bis jetzt keinen Dotz gesehen. Hattest du wohl was im Auge? Ja, ich sage, ich hatte gerade mit den Augen gezwinkert und wusste nicht genau mit dem Moment. Also es kam mir so vor, als wenn da was gewesen sein könnte. Aber dafür war der Moment zu kurz. Deshalb war dann da wohl nix.
Fährt sich aus. Das ist schön. Dann, was haben wir überhaupt? Hatten wir außer Box jetzt noch einen Beweis? Bisher? Nö, ne? Nee. Okay. Ich habe den jetzt Bart noch nicht geguckt. Das kann ich nicht mehr machen. Schmeiß mal noch einen Kruzifix dahin. Sind wir da? Fünfer. Nee. Das heißt. Hat der Fußabdruck gekriegt? Ja, hat er. Okay. Das heißt, wir haben keine Dots. Dots. Genau. Und dann ist es ein Spirit. Kein Orb. Was hatten wir noch? Wir haben Box und EMF. So. Ja, aber keine Fingerabdrücke und keine Gefriertemperaturen. Ja gut, ja, dann ist es Spirit. Ja, ist das so. Ja. Kann man mal machen. Welcome back. Ja, 165er Sprit. Ich sehe jetzt nicht so die Kohle. Nö, obo. Ja. Kohle ist irgendwie auch nicht unser größtes Problem hier. Eigentlich haben wir ja gar kein großes Problem. So gesehen. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Strom. Ich habe ein Telefon. Jo, dann ruf doch mal an. Ich weiß aber nicht, wer ich ist. Ja. Das Telefon. Das Telefon, ja. Das kann ich gerade nicht sehen. Ja, oben ist sonst auch nichts Spannendes los. Ich habe aber auch keinen Gegenstand und gar nichts gefunden. Ich auch nicht. So, welches Telefon war es denn jetzt? Im Schlafzimmer links. Vorm Schlafzimmer. Okay. Machst du Ende? Okay. Machst du hier? Was? Du hier machst.
ja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Stand doch nur da. Ja, sah aber komisch aus. Gar nichts getan. Ja. Ja. Nicht zu fassen. Ich bin jetzt. Ja, ich war noch gefrierte Temperaturen. Oh. Na sowas. Oh ja. Gib mir mal das Fotogerät. Fotogerät. Interaktion. Also keine Fingerabdrucks. Ich dachte gerade, ich hätte auf die Play-Taste gedrückt von meinem Rechner und wusste nicht, was da jetzt passiert. Ach so. Das muss hätte ein jetzt bisschen schief gehen können. Das wäre doch lustig geworden. Nein. Vielleicht. Habe ich jetzt wieder den. Ne, achso, ne. Sprechbox, warum habe ich die denn nicht? Eieiei. Es läuft bei dir da. Mhm. Ich dachte, wofür brauche ich eine Sprechbox? Er meldet sich ja über Telefon. Ne. Mhm. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Nee. Was hat denn eigentlich hier drin? Hat er hier schon was gemacht? Nee. Also der ist auf jeden Fall eher hier, würde ich sagen, weil im Schlafzimmer habe ich keinen Gefrierarten. Hier schon. Noch doch jetzt wieder. Habe ich denn meinen Fotoapparat hingeschmissen? Das weiß ich nicht. Hier vor der Tür, da liegt doch einer. Ja, ich hab ihn. Ja, ist gut. Okay. Was hast du gefunden? Spieluhr. So, dann nehme ich mit das. Endlich mal Salz. Öffne eine Tür. Schreib ins Buch. Ach, ja gut, wir waren ja auch noch nicht in allen Räumen, deshalb findet man dann so manches nicht. Gegenüber vom Schlafzimmer der Raum ist nämlich ein Fuß auf dem Bett. Oh. Bewegungssensor hat schon angeschlagen. Okay. Schreib ins Buch. Öffne eine Tür.
Laufe durch Salz. Kein offizieller Befehl, aber vielleicht verstehst du mich ja. Habe ich jetzt keinen Futter? Oh, doch, habe ich. War ich jetzt noch schnell genug? Ich weiß es nicht. Wo ist der Puck? Ja. Achso. Okay. Fußabdrücke haben wir. Aber sonst haben wir noch nicht viel. Schreib ins Buch. Tut er jetzt. Brav. Ja. So, wir haben Gefrier, wir haben Buch, was hatten wir noch? Aber. Hier nix. Achso. Er müsste eigentlich. Oh, also komm. Keine Fingerabdrücke haben wir noch. Müsste er nicht haben. Dort hat er keine. Oh, oh. Interaktion, ja, wahrscheinlich keine Fingerabdrücke, ne? Nee. Ventilator angemacht. Puh. Was haben wir denn noch da? Ich würde auch sagen, er hat keinen Orb. Das wäre noch zu beweisen. Da gucke ich mal eben noch. So aus der Hand. To go. Noch ein Revenant wär's dann. Okay. Okay, der hat Gefrier auch im Wohnzimmer, ja. Okay. Nee, es sieht nicht sehr orbig aus. Nee, ich denke mal tatsächlich, ob können wir ausschließen. Dann haben wir aber noch Box oder EMF, das ist so das Ding. Hä? Nee, sind wir schon fertig. Wie, was hat man denn noch? Ah nee, sind wir nicht. Machen Sie mich ja, doch nicht. Ich hab den Orb, dummerweise. Ich bin so dumm. Oh, oh. Oh. Das, ich sehe nichts. Na gut, bei 1%.
Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Ja, ich bin dann tot. Na super. Ja. Das war super. Aber ich glaube, der Vorteil, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gerade die Gegenstände reingepackt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Ja, gut. Ich glaube, es war keine Box. Ja, schien so, ne? Ja. Aber eben öffnen. Shit. Echt jetzt? Da kannst du schon hinhauen. Weil es fing ja an, als du raus warst. Ja, das ist richtig. Obwohl, nee. Quatsch. Aber ich war die ganze Zeit. Nee, er hat ja auch gejagt, als du drin warst. Ja, aber da warst aber du draußen. Ja. Ach so, stimmt. Also, er hat nur eine Person gejagt. Stimmt. Dann ist es ein Shade. Ja, dann fahr ich mal los, wa? Versuch mal klug. Aber sobald du draußen warst, zack. Ja, ich hab das gemerkt. Ich hab gehört, wie die Tür zugeschlagen ist. Ich hatte eigentlich nur über 60%, also. Ja, es war tatsächlich ein Shade, ja. Läuft? Nicht immer nur der Psi stirbt. Ja, komm, jetzt war ich aber halt mal. Ja, aber. Hm? Naja. Ich finde das ganz nett, wenn eben nicht immer ich derjenige bin. So, ich bin bereit. Letztes Häuschen, oder? Genau. Ja. Die Willow Street. Dann brauche ich dringend einen Kaffee. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Was? Hat's ja bei dir schon gepiept. Am Fenster? Hm. Hat geklopft. Fotografier mal. Scheiße. Ja, habe ich ja gerade gemacht, die Interaktion. Okay, dann brauchen wir grundsätzlich nicht besonders weit gucken, aber müssen natürlich noch wegen Gegenständen schauen. Ja, mach du mal. Können wir auch gleich nochmal. Die Tasse. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Nicht. Er ist nix.
Dots. Oh, er schreibt ins Buch. Und Norb. Taille. Na, ja gut, vielleicht. Weiß nicht. Nee, doch nicht. Nee, passt. Taille. Dann geh, mach du mal schnell, dass du rauskommst. Im Moment, lass mich doch mal eben Buch fotografieren. Mach du mal schnell, dass du rauskommst. Tja, deine Taille. Was haben wir denn noch an? Ah, Kerze. Okay. Ja. Was? Ja, mehr ist ja doch nicht. Warten wir auf die Kerze. Ist gerade aber sehr ruhig. Komm, ich nehme die anderen beiden Kerzen eben mit rein. Sehr stimmungsvoll jetzt im Wohnzimmer. Da könnte man mal eine Kerze auspusten. Hat er auch getan. Dann könnten wir abfahren. Haben wir überhaupt. Ne, wir haben jetzt keine. Haben wir einen Gegenstand? Ja, alles. Ach, Fotopuppe. Okay. Ja, dann. Farb. Ja, das war ja wieder eine erfolgreiche Runde für mich. Für Lexi zu zwei Drittel auch. Yep. Yep. Ja. Bin auch nur knapp dem Tode entronnen. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da und schaut auch nächstes Mal wieder rein. Bis dahin sagen wir ciao, ciao.